Hallo Hallo und Freunde. herzlich willkommen zurück. Das Wir ist haben ja was irre. ganz Verstecktes entdeckt, hier Das ein kenne ich gar nicht. Armeelager. Krass, wie fett ist das denn? Das kenne ich gar Voll nicht. riesig. Wir waren auf der Suche nach dem Auto, nachdem wir nach dem Server Restart unser Auto verloren haben. An derselben Stelle, wo das Auto stand, natürlich wieder gespawnt sind. Ich auch also die AK wieder am Autospawn gefunden habe. Dort stand aber leider kein Auto und wir dachten, wir laufen hier mal weiter Elektronisch. durch. Ach Und so, hier ein ist paar. ein riesiges Armeelager. Also Also eine ungefähr so groß wie Zeltstadt. die Zeltstadt, ja. Krass. Ja, und Jo, hier ich habe gibt's einen auch neuen jede Menge Lieblingsort. Loot. Du. Das ist ja geil hier. Oh, ich tausche mal, glaube ich, in Blau Also auf erstmal der hier. Map ist das drauf, oder sieht mehr aus wie so ein ganz normaler Ort, wisst ihr? Das ist ja Ja, ist geil. gut. Noch besser. Wir sind schon fast am Ende. Jens, dein Mikro grummelt. Grummelt? Ja, du bist wo aus der Entfernung raus oder so, also es rauscht so manchmal so kratzig. Ja, wahrscheinlich, weil ich bei Goodie sitze und die Ja. Entfernung nicht reicht. Weil ich bin ja auch verhungern, deswegen nehme ich auch gar nicht auf. Achso. So, blauer Rucksack gefällt mir erstmal besser. Aber hier steht auch keine Karre, ne? Also die sind am unteren Ende von dem Ort, also von dem Lager. Müssen zwei rumstehen eigentlich, also sind zumindest zwei Plätze. Aber ich finde auch nur noch Klamotten. Aber wir sollten Socks ja noch ein bisschen was. Weil der kommt wahrscheinlich nicht mehr zur Aufnahme. Der hat nämlich noch Privates zu erledigen, aber dass der nicht komplett nackig dasteht, deswegen werden wir ihm was mitnehmen. Wenn du einen Gorka-Helm irgendwo siehst, sag mal Bescheid. Das wäre noch so das Wenn du mal i-Tüpfelchen. eine Weste noch findest, ich will mal den Lagerplatz ausnutzen da drin. Ja. Ach, der Ballistikhelm, der liegt ja auch an jeder Ecke. Uiuiui. Das ist richtig nett, also wenn es hier wenigstens Ja, ordentlichen Loot das noch vor geben allem. würde. Ja, jetzt muss man halt auch irgendwann schon abwägen, nimmt man sich noch mehr zu essen mit oder nicht, ne? Also ich Man habe viel zu weiß auch viel nicht Essen mit mehr. dabei. Ja, aber wer weiß, wenn der Kampf nachher dann doch länger dauert auf der Ja, Insel, das stimmt. Also so vier Dosen dann. oder so werde ich mir dann schon noch aufheben, aber. Ja. Aber du musst überlegen, wie viel Essen es noch auf der Insel selbst gibt. Ach nee, auf der Insel gibt's ja gar nichts. Auf der Insel gibt's gar nichts. Nee, da ist ziemlich mau. 5,45er Rounds. Habe ich auch noch ein paar Jens, bei, mach bitte das Mikro aus. falls einer die Muni dafür hat. Max, wie irre. Die Waffe für die Muni. Tactical T-Shirt, Tactical T-Shirt. Ist hier so eine Anziehzeltstadt, ne? Ich glaube, das liegt eher am Server, weil wir haben auch gerade festgestellt, dass es hier eigentlich ein Persistent-Server ist. Und da ist jetzt irgendwie. Ich gehe hier nämlich in die schwarze mit. Da ist wohl nicht so gut die Loot-Verteilung hier drauf. Vielleicht findet man da einen anderen. Ich glaube, das könnte hier schon alle sechs sein. Falls das wirklich jeden Donnerstag halt respawnt, das Zeug erst, dann haben wir hier ein kleines Problem. Ja, aber fürs Ausrüsten ist doch erstmal Ist gut. doch ganz cool, ja. Wir haben eigentlich eine Menge noch gefunden. Oh, warte mal. Military-Hosen. Ja, Die ganzen passen ein Klohäuschen bisschen umgeschmissen. besser. Passt ein bisschen besser zum Outfit. Also ein Sewing-Kit brauche ich. Und ein Leder-Sewing-Kit oder so ein Gorka-Helm. Ich fände es echt schnaffte, wenn hier noch eine Weste rumliegen würde. Das voll Schnaffte. verpennt, ja. Schnaffte. So, Hashtag ich der lauf mal Woche. in den Ort. Ja, Hashtag der Woche. Schnaffte. Wenn ihr uns was mitteilen wollt. Wir sind nicht über Twitter erreichbar, aber lass uns doch eine Nachricht da. Ja, Hashtag Schnaffte. Schnaffte.
SCHNFTE. Ne? Schnaffte. So, der Ort ist hier auf dem Berg, ja, oder was? Nee, das war der Ort auf der Map. Also hier wären jetzt die Fahrzeuge gewesen und das andere wäre jetzt hier kurz vom Waldrand gewesen. Hier geht's halt noch ein Stück So weiter, hart, den Wald ne? hoch. Was kommt da noch? Was Nichts mehr? ruckelt so hart die Waschmaschine? Nein, mein Also Spiel. brauche ich jetzt hier nicht weiter in den Wald? Wir rennen jetzt einfach da lang und dann sind wir dann eigentlich gleich bei Zelenogorsk, so auf halbem Weg. Also einfach durchrennen. Und wenn dann Okay, irgendwann weil mal ein da. Abknick nach links kommt, einfach geradeaus weiterrennen. Okay, Außer da weil da geht's müssen wir nicht auch weiter. hin. Hast du die Uhr im Blick? Ja. Sehr gut. Alles im Blick. Wollt nicht spielen. Ach Möchte so, stimmt, der spielen. kommt hier so hinten rum, ja. Ja, in Zelenogorsk oder auf dem Weg in Soschowka, da könnte auch noch was gehen. Sosnovka. So, Sos. russischer Akzent. Musosovsnovka. Es ist kein. Ach, das ist kein H, das ist ein N, okay. Glaube ich habe doch keine Ahnung. Also, Ja, zumindest mit mein den anderer russischen. Monitor ist ja noch der kleine, der 4 zu 3. Schotschnopka. Aber wie man es ausspricht. Der ist übrigens von Fujitsu Siemens noch. Gibt es die Firma Kennst du? überhaupt noch? Ich hab keine. Siemens Also, gibt's Siemens noch. gibt es noch, aber. Fujitsu? Ja, die haben, glaube ich, mal irgend sowas gekauft, ne? Irgendwas Japanisches oder so. Nee, das spricht man doch anders aus. Das heißt der Fujitsu, nee. Fujitsu. Fujitsu? Ist genauso wie, wie sprichst denn du den Reifenhersteller aus? Den Bekannten mit den weißen Männchen? Sprichst denn du den aus? Michelin. Michelin. Die Deutschen sagen Michelin. Ja. Ja, da ist aber eigentlich Michelin. Das sagst du. Franzose ist, ja? Nee, es ist wirklich so. Naja. Und Yoko Homo Trias? Was, Wien? Ich brauche übrigens 205 65 R15, ja? Falls Yoko Homo oder Michelin mir mal neue Reifen schicken will. Oder mal Jens, so was ein brauchst du für dein neues Auto für Reifen? 225 Oh! 50 R17. Jetzt geht's los. 17 Zöller. Bäm. Und das von Werk aus. Haha. Ja. Übrigens habe ich ihn heute abgeholt. Ich bin sehr zufrieden. Hat er noch diesen Neuwagengeruch? Nein, der ist ja schon jetzt Ach von so. 2011. Willst aber Aber er nicht hat noch verraten, den. ne? Das verrätst du uns mal im Off, was du dir gekauft hast, Schönes. Ja. Gut. Will da keine Werbung machen für eventuelle Für. Volksbeliefernde Ich fahr VW, Wagenkonzerne. also von daher. Wo wir schon mal wieder bei der Werbung sind, am Ende der Welt. Ich besitze übrigens noch kein Auto, also falls da gerade ein sehr großer Autohersteller noch einen kleinen YouTuber unterstützen möchte, Einen potenziellen Neukunden. potenziell Neukunden, schicken Sie Also mir was doch mal, etwas zu verschenken hat. genau, schicken Sie mir doch mal einen Katalog an die unten eingeblendete Adresse. Ich bin eine Weile mal Franzose gefahren, gezwungenermaßen. Der steht bei mir halt auch noch vor der Tür. Ja, Ja. das ist nicht schön. Es macht doch keinen Nee. Spaß. Ist Die aber Dinger nicht zu reparieren meins. macht vor allem keinen Spaß. Na, das musste ich ja selber nicht machen, aber. Nee. Obwohl die motorentechnisch schon ein Stück weiter sind als die Deutschen, der PGA-Konzern. Aber gut, das müssen wir jetzt ja hier auch nicht ausführen. Ich wäre mal dafür, dass sie langsam verhungern hier. Okay, Hungry Schon Spot wieder. Rot. Immer Ne, noch. der hängt doch immer noch im Stein fest. Ich hänge noch hier ab. Bisschen. Und spiele mir meine Taschenlampe rum. Die jetzt im Weg stand. What? Lass mal deine Taschenlampe da raus. Nein, jetzt habe ich sie weggeschmissen. Jetzt kommen wir hier niemand mehr in die Oh Taschenlampe. Gott, er hat das Ding abgeschraubt. Oh, jetzt kann ich noch nicht mal mehr meine Taschenlampe rumspielen. Oh, was denn da? Ein Riesenturm. Guck mal drüben auf dem Berg. Ja, das ist dieser auf Green Mountain. Was ist Ach denn das ja, für da eine sind wir ja Waffe? schon. Crumpet. Ich glaube, das Trumpet, ist das neu. ist die neue, mit der, das ist ein Luftgewehr, da kannst du Da musst nix. du reinblasen. Das ist ja ganz Wie, klar. wir nochmal, stopp, wie spät haben wir jetzt eigentlich gerade? Oh, es ist noch viel zu früh. Das sage ich jetzt mal gerade gar Ist nicht nach so, wa? 22 Uhr, da darf man sowas bringen. Darf man schon sowas bringen, ja? Ja, klar. Die kannst du sogar ein- und ausfahren. Oh! Die kannst du aufklappen. Mit Weißt befeuchten du, das. Vorher oder ohne? Oh! Oder? Ist schon Ohne. geschmiert. Nee, Ja, Basti, hier. warte mal, wir müssen Seeschmier. weiter rechts. Weiter rechts. Ganz schön hart Okay. hier, Mensch. Das ist aber ein ziemlich kleines Kaliber. Ist schon ein bisschen Ja, wir schwierig. müssen ein bisschen platter werden jetzt hier.
Anweisung vom Chef. Wir haben die übrigens schon ausprobiert, die Trumpet. Du brauchst 6 Schuss, um den Zombie zu killen damit. Ja, Wenn du wirklich da kannst du getroffen auch hast. boxen. Ja. Ist hier im Ort kein Spawn? Eigentlich rennen wir gerade an einem Spawn vorbei, aber. Warte mal, der Ort ist das da Der Ort ist hier ungefähr da, links. wo die Kolchose ist unten. Da müsste ein Auto spawnen. Aber ich sehe den Teich gerade nicht auf der Map. Ach doch, da, der ist Doch, nämlich der ziemlich Teich ist klein. rechts daneben. I feel like Und da having a steht drink. doch aber irgendwas auch unter dem Ich Dicht sehe das dann. gerade nicht, da ist der Baum davor. Nee, das ist ein Sack. Ich glaube, das nächste Auto fährst du, ich bringe Unglück. Ist schon ein bisschen schwierig mit dir, weißt du? Kann ich mal Ihren Führerschein überhaupt sehen? Ja, eben. Nee, hab ich ja nicht. Jetzt stirbt doch endlich. Ey, boah, ist das langweilig in so einem Ding. Nee, Den da du nicht ist mal auch umbringen nichts. kannst. Oh. Nicht mal an deine Taschenlampe mehr rankommst. Ja. Möchtest du nichts trinken? Oh, nicht rein. Ich glaube, das wird eine kurze Nacht, wenn wir da noch irgendwo ankommen wollen. Jo. Vor allem, weil bei Jens nichts passiert. Ja, da ist schon Ja. lange nichts, da passiert schon lange nichts mehr bei Jens. Das weißt du nicht. Ich Oh, möchte ich das muss vielleicht mal gar nicht kurz. wissen. Das sind nur vage Vermutungen. Also ich habe das aus Hörensagen, so Nachbar der Nachbarin eines Freundes, weißt du? Apropos, wenn ich das gerade so sage, ich habe nur irgendwo mal gelesen, dass sich eigentlich jeder Deutsche in Zeiten von Facebook und den ganzen sozialen Netzwerken eigentlich um 3 Leute kennt sich jeder. Wie um 3 Leute. Also wenn du sagst, du kennst einen, der einen kennt, der einen kennt, der kennt dann dich, so ist wäre das dann Oh wahr, dass du nein, ich mindestens. kotze jetzt nicht. Oh nein. Oh, ich muss auch ein bisschen. Ja, Oh, ich sorry. auch jetzt. Ich glaube, ich hau mir auch gerade alles zu viel rein. Also, dass du mindestens nur 3 Leute brauchst, um im Endeffekt eine Beziehung zu dir hinzukriegen. Weißt du? Um wieder einen zu kennen, den man kennt. Genau, um wieder ein. Also, du brauchst nur 3 Leute zu kennen, um dich zu kennen. Okay. Basti. Also, ich kenne dich über 3 Leute. Also ich kenne mich ja schon ganz gut, aber wenn ich 3 Leute noch kenne, kenne ich mich besser. Nein, nein, du kennst dich nicht selber. Oh, Junge. Zieh mich auf. Da ist doch wohl schon der Rotwein wieder im Spiel. Was? Was? Heute ist er weiß. Ach so. Nee. Da ist Likörchen. So, wo sind wir denn jetzt? Das ist Schnell mal Helene Gost, mein ablenken. Freund. Und hier rechts neben uns müsste ein Helikopterabsturzplatz sein. Ja, und ganz viele Autos. Kommen wir denn jetzt von Westen rein oder von Norden? Wir kommen jetzt von Norden. Naja, dann ja, sollten wir hier auf jeden Fall ein Auto finden. Jeden. Ich hoffe, es wäre sehr positiv zu begrüßen. Ist das eigentlich der Ort, Fünf wo oder wir. sechs, ne? Ja, Müssten ist das das der, wo sein. wir uns festgefahren hatten? Nee, das war der nicht, oder? War das? Nee. Nee, das ist was anders. Der sieht so ein bisschen aus, wenn du hier von Norden reinkommst. Ja, mit der Tankstelle, ne? Ja. Die sind zum Teil doch ein bisschen ähnlich aufgebaut, das muss man schon sagen. Warte. Zu Ortseingang. Ich meine, das ist eine gute Infrastruktursache, die dann innerhalb anders aussehen. Hab ich. Zombie. Aber hier ist ein bisschen was offen, gell? Habe ich gehört, die müsstest du aber machen, weil ich die Ja, andere der kommt Waffe noch gerade vom habe. Friedhof. Der rennt an mir vorbei, der will dich. Ja, ich laufe mal hier die Spawns ab irgendwie. Tja, am Supermarkt ist nix. Ist nix. Ich hab ein neues Spiel erfunden. Du hast ein neues Spiel erfunden, der Waiting Simulator. Ne, Slash the V. Heißt es. Erkläre mir die Regeln. Oh, jetzt ruckelt's Die aber. Was Regel ist denn jetzt heißt, los? drücke so oft es geht V. Und versuche dich aus einem Stein rauszubacken. Und wenn es dir gelingen möge, wie sieht dann Dann das zweite Level aus? ist das zweite Level Klamotten suchen, weil dann hätte ich alles weggeschmissen im Aber Stein. du bist echt schon fast am Starven, oder? Ja. Aber ich Ich will möchte nicht am ganz gerne Starving. in den Medic. Ja, können wir gleich machen. Krankenhaus. So langsam Oder sieht mach mein mal, Bild ich auch guck die schwarz-weiß. Ecke hier ab. Krieg die Tür nicht auf.
Jetzt. Wahrscheinlich komme ich dann gleich kurz vorher raus und wenn ich draußen bin, bin ich unconscious. Irgendwo muss doch hier was stehen. Oh Gott, hier ist schon wieder so ein Ding. Was so ein Ding? Wo es aussieht, als wenn sich einer hier ausgezogen hat. Hier ist übrigens eine rosa-rote Regenjacke. Wieso sind denn diese Türen alle so? Ich muss die zweimal anklicken, damit die aufgehen. Hab ich auch. Ich finde, dass diesen Server nicht so prall. Wie hart. Stell dir mal nicht so an. Was? Ich habe ein ganz anderes Problem hier. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Ich bin hungrig und total stuffed. Das ist auch sehr, sehr geil. Wie kann man sich das vorstellen? Hatte ich noch nie das Gefühl im echten Leben. Ich bin hungrig, aber satt. Das ist der sogenannte Blähbauch. Freunde? Hallo? Ja, ich kenne das auch nicht. Wo ich immer satt ist, habe ich nach dem Saufen, wenn du so Fristkick schiebst. Ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt soll er einfach ja, sterben. Ja, hier ist der. I'm dying of starvation, das ist schon mal gut. My stomach feels much more full than it's normal. Schüsse? Ja, das war ich. Was ich mir vor waren, Junge. Ja, das war ich. Nee, der Jens ist vorhin auch im Off. Auf den Keks gegangen. Er hat mich auch getroffen. Also wenn er das vorhin gesehen hätte, ich bin aber gesprungen auf meinem Stuhl. Wie Jens mich verarscht hat. Die Schüsse müssen aber direkt neben dir eingeschlagen sein. Die sind total neben mir. Wisst ihr, wie laut das war? Das war noch ein bisschen lauter als normal irgendwie eingestellt von der letzten Autotour. Bin und ich gehüpft? Nur sofort bei Lothar? Ja. Sofort nicht, dann muss erstmal da diese am ja, Berg vorbei. Voll. Nee, doch. Was hast du, Auto? Du hast recht. Ein schwarzer Rucksack. So. Ich schieb mir jetzt eine Dose dann rein. Brauche ich jetzt aber nicht nochmal also in das Ding da reingehen, wenn das kein Server Restart war. Oder? In welches Ding meinst du? In den, ins Airfield? User joined your channel. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Und wenn ich dann Luxi. Sterbe im Airfield? Hallo. Seid ihr am Aufnehmen wirklich? Ja. Ja. Au revoir. Guten Abend, Telemont. Und hier zu Hause und draußen an den Bildschirmen. Ja, an den Rundfunkempfängern. Empfangsgeräten. An den Empfangsgeräten. Rundfunkempfangsgeräten. Hallo. Haben Sie schon gezahlt? Ja, ich hoffe, ihr habt gezahlt, genau. Oh. Da Mutti und Vati haben gezahlt. Ist ja bald nicht mehr. Doch. Ach Gott. Da gab es heute erst wieder ein Urteil, irgendwie, die sind rechtskräftig. Vom Hohen Gericht aus Bochum? Mainz? Irgend sowas. Ja, ich find's auch gut, muss ich wirklich sagen, ich find's gut. Ich zahle das auch gerne. Ach, nur weil ja. du ZDF guckst. Ja. Ich gucke diese freien Radikale nicht. Du gar nicht so schleim, ich gucke Leute, gerne freie Radikale. Wo bist du schon raus aus dem Ort? Ja, oh, hier ist eine AK-74. Wo bist denn du jetzt? Ich hab eine AKM. Bist du, in dem schlechter? Bist du jetzt in dem Militärbereich? Ja, in den Baracken. Also. Dann ist der, was ist der übrigens meine AKM jetzt? Nicht mehr. Wie nicht willst mehr? Du die in die Hand nehmen, die AK-74? Hat einer meine AKM gefunden nicht. Mit Trommelmagazin? Nee. Aber ich habe eine schöne Jacke für dich, Soxy. Oder eine Hose. Was, hast du meine AKM weggeschmissen? Nein. Wollte schon sagen. Na, das Blöde ist, ich muss wahrscheinlich wirklich bis das war unten mein, laufen. Das war und ist mein Baby. Seid ihr ja, dann müssen auf... wir bis unten laufen. Jens, du willst eine AKM nehmen? Ja, ich hab mich halt wenn ich die ihm retten kann, ja. Also ich kann die Waffe in die Hand nehmen, aber die hat halt keine Munition, ne? Kein Clip. Weil, du kannst sie also im Auto cool, als Beifahrer in die Hand nehmen? Nee, ich glaube nicht. Wär blöd, ja, siehst du. Wär gut, wenn wir ich nehme die Waffe jetzt mit. Oh. Entschuldigung. Naja, warte, lass sie erstmal zu Ende reden. Ach, die 74er? Ja. Ja, nimm die mit. Hab ich jetzt mitgenommen. Sox, bitte. Nee, weil wäre ganz gut, wenn wir uns für getrennte Waffen entscheiden, weil nicht, dass wir beide dann irgendwie ein Trommelmagazin suchen und dann finden ja. wir eins und dann, wer nimmt es, wäre halt ein bisschen blöd, weil ich weiß nicht, haben wir jetzt ein bisschen aufgeteilt, lümmelt einer mit der Mosin rum, ich meine mit dem AKM oder AK-101, wenn was du ein Scope findest, ist das ziemlich, in der anderen Baracke. Auch ziemlich nützlich. Das war eine andere Baracke.
Deswegen. Ich habe jetzt wieder einen orangenen Rucksack. Ich rede auf Command Channel 2. Dennis, ja. Wie weit bist du denn equipped? Weil ich hänge am Stein fest und komme nicht raus und muss warten. Gar nicht. Also ich bin jetzt, ich habe es vorhin gerade so, nachdem ich innerlich drüber wieder überwinden konnte, nochmal anzufangen, habe ich es gerade so rüber auf die Insel geschafft. Also ich spawne sozusagen jetzt in dem Brückengebäude zwischen Prison und Hinterhof. Ja. Prism is a dancer. Das ist übrigens jetzt ein Persistence On Server, ne? Die haben den Titel geändert und seitdem ist hier Persistence On, wie das aussieht. Seid ihr auf der Insel? Das war unser Ziel, nicht. Aber ich nicht. Ich bin in meiner Insel hier im Stein. So, Marky, ich stehe draußen, wo müssen wir hin? Und was sagt deine Eieruhr? Oh, wir sind schon drüber. Wie viel? Ich joine mal bei euch. Ein Minütchen, aber. Ja, dann machen wir noch 1-2, weil letztes Mal kürzer war. Ja, hat er recht. Ich brauche ja gar nicht so lange zu machen. Oh Mann. Ich habe nämlich jetzt das schnelle Internet. Möchtest du vielleicht noch sagen, bei wem und wie viel es kostet im Monat? Nein, okay. Nee, will gar keiner wissen. Ich bin auf jeden Fall nicht bei Kabel Deutschland. Nee, ist er nicht. Da gibt es aber noch andere. Ich meine. Rufmord, Rufschädigung. Ja. Wo kommt denn der Zombie jetzt hinter uns her? Hinter uns. Ist irgendjemand von euch auf der Insel? Noch nicht, nein. Wir sind aber auf dem besten Weg dahin. Aber ich bin gerade auf der Insel gespawnt. Das Gitter in der Hintertür ist offen, oben die Türen auch alle offen, also hier war auf jeden Fall schon mal jemand. Alles, was sie bewegt, abknallen. Wir sind auf dem richtigen Weg, ja? Es gibt doch diesen einen Weg. Pavlovo? You are unconscious! Woo! Nein! Yay, dann kannst du ja in der nächsten Folge mitmachen wieder, denn ja. Wir werden das Ganze jetzt beenden, denn das ist jetzt hier wirklich nicht mehr sehr spannend, wenn wir jetzt hier nach Pavlovo laufen. Nö. Freunde, wenn es euch gefallen hat, was die seine lasst blöden Sprüche, like da. Dass der Socks jetzt endlich wieder da ist und mit uns zocken. Yo. Endlich. Endlich ist er da, die ganze Meute ist wieder zusammen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, lasst uns einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir noch fleißig looten hier. Genau. Bis später. Tschüssi. Tschüss.